Wenn es Stoff eines Filmes wäre, würde man sagen, das ist ganz schön übertrieben, weil das kann es nicht geben. Einer kommt aus Österreich, geht nach Amerika und kommt heute zurück als der größte Filmstar, den es im Moment überhaupt gibt. Seine Filme sind die größten Erfolge auf der ganzen Welt. Er ist live in Saarbrücken. Arnold Schwarzenegger! So, unsere... Hallo. Servus. Thank you very much for the wonderful compliments. Vielen Dank für die Komplimente. Danke vielmals. Also man merkt, Anders auf dem Laufenden, er hat eine ganz interessante Situation, die er jetzt erlebt. Ich habe ihn ein paar Mal in Amerika in Talkshows gesehen, bei Johnny Carson, bei all diesen Großen. Und dachte, Donnerwetter, der spricht toll Englisch, weil ich dich immer noch so in unserem Sprachraum einordne. In den amerikanischen Schulen ist es Mode, dass die Kids, wenn sie besonders cool sein wollen, reden wie Arnold Schwarzenegger redet, also mit Akzent. Und jetzt kommst du zu uns und redest wieder mit Akzent, weil du wie viele Jahre schon in Amerika jetzt Englisch sprichst? Ich wohne jetzt schon drüben 24 Jahre. Ja. Ja, 24, ja. Und, ja. Ich muss mich quasi bei ihm bedanken, dass er das Interview in Deutsch macht, weil du, glaube ich, viel, viel mehr englische Interviews gegeben hast in den letzten Jahren als Deutsche. Klar. Ja, das ist hundertprozentig, aber obwohl es für mich leichter ist in Englisch, weil man ja doch nicht die Übung hat, wenn man nicht immer Deutsch spricht, aber Deutsch ist doch die Muttersprache. Ich habe es lieber, wenn man Deutsch spricht. Glenn Close ist gerade im Bild. Es müsste für Sie ein komisches Gefühl sein, ihn in seiner Originalsprache zu hören. Die meisten Amerikaner haben dich ja nie Deutsch reden hören. That's wonderful. Ja, kann ich gut. Wunderschön. Ja. Also wenn man deine Karriere anguckt, ich habe es gerade vorher erwähnt, dann sind das ja unglaubliche Bögen, die du gemacht hast. Also gingst drüber als Bodybuilder, hast dann als Action-Schauspieler angefangen. Hast du das Ganze so bewusst geplant? Ist das alles auf dich zugekommen? Hast du gesagt, eines Tages will ich der erfolgreichste Filmstar der Welt sein? Ich habe 12 Jahre hintereinander die Weltmeisterschaft im Bodybuilding gewonnen. Mr. Universum, Mr. Olympia und so. Das war aber dann ein Sprungbrett für mich. Die Muskeln, den Körper war das Sprungbrett zur Schauspielkarriere. Und ich bin dann in Showbusiness eingestiegen. Und Gott sei Dank habe ich da wieder sehr viel Glück gehabt. Ich habe seitdem 16 Filme gemacht, unter anderem Actionfilme, sehr viele Actionfilme und Abenteuerfilme. Aber in letzter Zeit war es natürlich auch wichtig, dass ich ein bisschen was mit Komödien mache. Also in letzter Zeit habe ich auch Komödien gemacht. Und du hast jetzt natürlich, deswegen bist du auch hier, diesen Terminator gemacht. Ein ganz unglaublicher Film, was seinen Erfolg betrifft. In Amerika ist das ja bereits gelaufen, mit riesigem Erfolg. Ja, das ist der erfolgreichste Film heuer, der Terminator. Und der Grund ist, dafür ist auch, dass der nicht nur ein Actionfilm ist und mit Special... Action, das gefällt mir. Action. Action. Und das... Und wir haben gern Actionfilme, ja? Action, das ist richtig, ja. Aber er hat auch riesig Special Effects. Es ist schon ein guter Abenteuerfilm und hat hervorragende Regie, ein gutes Drehbuch und natürlich einmalig schauspielerische Leistungen. Ja, das ist ja. Das ist mir ganz klar. Das Wichtige ist ja auch jetzt, dass man nicht nur die gewalttätigen Filme macht, sondern dass man auch etwas mit Humor macht. Und Terminator hat beides. Das hat also eine gute Geschichte, hat die Action, aber auch sehr viel Humor. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass der Film jetzt schon fast 200 Millionen Dollar in Amerika eingespielt hat. Und ich bin sicher, dass er, wenn er jetzt hier in Deutschland ankommt, dass er auch sehr erfolgreich werden wird und dass das deutsche Publikum dann auch sehr gerne haben wird. Du tust ja einen heiligen Schwur in diesem Film, so ich bring keinen um. Also es ist eigentlich, du bist ja der Gute. Also mein Sohn war insofern ganz begeistert, weil endlich beim ersten Terminator wusste man ja nicht so, aber in dem bist du eindeutig der Gute. Ja, wir wollen ja nicht jetzt die Story hergeben, nein. Also nicht, bitte. Gott, das ist ja ein Geheimnis, gut. Thomas. Schauen wir es uns an, schauen wir es uns an. Aber von mir habt ihr nichts gehört. Komm mal kurz rein, also Terminator. Ja. Sabadine-System, Modell 101. Okay. Du bist nicht
hier, um mich zu töten. So viel habe ich allein rausbekommen. Also, worum geht's? Meine Mission ist, dich zu beschützen. Komm mit mir, wenn du leben willst. Scheiße! Aussteigen. Also, da kann sich, was die Action betrifft, keiner beklagen. Arnold, aber du legst großen Wert darauf, dass du eben nicht nur draufhaust und dass du nicht nur eben in den Filmen diesen starken Mann spielst. Du hast sehr viel sensiblere Seiten auch. Du beschäftigst dich sehr viel mit behinderten Kindern in Amerika. Du bist für die Olympiade der Behinderten eine Symbolfigur. Ich habe in Amerika sehr viel erreicht. Und es ist sehr wichtig, dass man etwas zurückgibt. Und für mich ist es sehr wichtig in einer Gesellschaft, dass der Reiche den Armen hilft, dass der Starke den Schwachen hilft. Und die Special Olympians, also die... Danke. Und die Special Olympians, also die geistig Behinderten, brauchen sehr viel Hilfe. Und es ist also für mich also Vergnügen und wirklich sehr viel Spaß, die zu helfen. Also mit die zu trainieren, mit die auszugehen und Übungen machen und irgendwie anspornen, dass sie auch trainieren, dass sie das gleiche Recht haben für Fitness, um gesund zu sein und so weiter. Das ist eine Selbstverständlichkeit für mich. Es ist nicht einmal ein Geschenk, das ist eine Pflicht. Und das Gleiche ist auch mit den Kindern, die Sport betreiben und so. Also ich versuche mich zu engagieren in verschiedene Richtungen, um die zu helfen, die Hilfe brauchen. Ich glaube, dass man auch... Ich glaube, dass man auch gerade als Vater besonders sensibel ist, wenn man das Glück hat, gesunde Kinder zu haben, den Kranken zu helfen. Du hast zwei Töchter jetzt. Also jetzt zwei Töchter. Und es ist sehr interessant, wie das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Auf einmal ändern sich die Gedanken. Auf einmal denkt man auch, ich muss jetzt vielleicht anfangen, andere Filme zu machen. Weil, was für einen Film sind die anschauen, wenn die 6, 7 oder 8 Jahre alt sind? Und du weißt, du bist ja selbst der Vater. Man macht sich eine ganz andere Sorgen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt mehr mich verlege auf Komödien oder auf andere Filme und nicht nur auf Actionfilme und nicht nur auf die Special Effects Filme und so weiter. Action, jetzt gibt es Action. Wir müssen nur ganz kurz sagen, bevor wir das Thema ändern. Unser Landeshauptmann von der Steiermark, Landeshauptmann Greiner, mein guter Freund Yoshi. Hat dir. Ich möchte ihm ganz kurz nur zum Wahlkampf alles Gute wünschen. Also alles Gute, Junge, ja. Yoshi, okay? Gut, der Yoshi. Ja. Und die Mutti schaut auch zu, oder? Die Mutti schaut auch zu. Aurelia. Mutti. Mua. Da bin ich ein großer Fan, genau. Von Frau Mutter hier. Arnold, übrigens, das ist, ich meine, hier Hollywood, Karl, ein Foto für die Familie zu Hause. Oder Michael, mal zusammenrutschen, ne? So kommen wir nicht mehr zusammen. Das ist muss doch für euch was Großartiges sein, dass ich zwischen euch sitze. Ja, das ist fantastisch. Ja. Fantastisch. Das ist wirklich. Er wird ja demnächst noch besser aussehen. Ja.
gibt's nicht mehr. Doch, er muss auf die Schönheitsfarm. Meine letzte Geste, der hat ja vor die Wette verloren, muss auf die Schönheitsfarm. Gehst du auch nochmal unter das Messer? Muss ich jetzt, aber es gibt ja nun keine Möglichkeiten mehr. Das Grauen hat viele Gesichter. Ich werde dann als Mike Krüger rauskommen. Aus der Schönheitsfarm. Gibt es denn, ich meine, in Amerika wird ja viel operiert und viel gemacht. Gibt es denn schon so Modellgesichter, dass die Leute zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich möchte ein bisschen so wie Arnold aussehen? Das kann schon möglich sein, aber ich glaube, dass kaum jemand das Glück haben wird, so auszusehen wie ich. Gut. Jetzt geht es um Kraft. Das hört sich toll an. Wetten das, Hedwig Mülow gegen den amtierenden Weltmeister im Kraft-Dreikampf, Michael Brügger, im Beindrücken gewinnt, Fragezeichen. Hier ist Hedwig Mülow. Hedwig. Servus. Wir gehen gleich mal zum Hockerchen. Das ist deine? Das ist meine. Gut, dann nehme ich den ganz kurz an und du erklärst mir erst ein bisschen was zur Wette und zu deiner Person. Ja. Hedwig, was machst du beruflich? Ich bin also zurzeit Hausfrau und Mutter, zweier Kinder. Zwei Kinder, wie alt? Der Älteste ist 4,5 und der Kleine ist Anja. Ja, also noch keine Schwarzenegger und Hasselhoff-Fans, aber demnächst. Vielleicht. Jetzt, also ich meine, du bist ein hübsches Mädchen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich dir auf die Beine gucke, ich davon ausgehe, dass du jetzt irgendwie hier Bombersporte betreibst. Wo hast du deine kräftigen Schenkel her, von denen du behauptest, du würdest sogar einen starken Mann in Verlegenheit bringen? Also ich bin von Jugend an Reiterin. Nach den Kindern habe ich leider aufgehört. Und beim Reiten mache ich nichts anderes, als die Beine zusammenzudrücken, um mich festzuhalten. Ja, aber ein Pferd muss noch reinpassen. Ja, klar. Ja. Dann, so wie andere Knobeln an der Theke, machen wir unter uns Reitern halt diese Beinschere. Ja, ja. Dann hat mein Mann gesagt, das ist schon nicht schlecht, probieren wir es mal. Und jetzt bin ich hier. Gut, bevor wir jetzt den Herausgeforderten vorstellen, werde ich ganz kurz mal die Regeln klar machen. Also, wichtig ist, dass du verhindern wirst, nein, Moment, ich darf die Knie nicht zusammenkriegen, habe ich die Wette verloren. Also, ich drücke dagegen, so, Hedwig drückt so. Und wenn die Beine zusammen sind, ist verloren. Aber jetzt gibt es ein paar Dinge, die sein müssen. Zum Beispiel müssen jetzt hier, also Wade an Wade, ja? So, das muss also gerade sein. Nicht so und nicht so, das ist rein dienstliche. So, also, ja, so und so. Das ist also wichtig, dass das eine Linie bildet, ja? So, so. Zweitens, die Hände müssen hier sein, ja? Also immer unten, also nicht, festhalten darf er auch. Ja, festhalten. Ja, genau. Aber er darf nicht da rumschrauben oder so, dass er irgendwie oben, also es muss also hier immer so, damit da nicht gemogelt wird. Ja, ja? Das sind die Bedingungen. Und die Zeit, 4 Minuten. Richtig. Also wenn der 3 Minuten und in der nächsten Minute haust du ihm zusammen, also er hat im schlimmsten Fall 4 Minuten. Wenn natürlich nach zwei Minuten schon ist die Sache erledigt. Ja. Aber also 4 Minuten muss er so, nein, ich doch nicht. Der Richtige ist Michael Brügger, Weltmeister im Kraftdreikampf. Michael, grüß dich. Da stehen wir noch mal auf, damit man zu Hause also hier den Schenkelvergleich machen kann. Darf ich dich kurz anheben? Ja. Oder brauchst du 2 Hemden? Oh, wie ein Sonnenblumenbrot ist das hier. So. Und hier. So. Arnold. Der Nachwuchs. Ja? Ja, genau. Jetzt. Die Regeln sind klar. Du hast dich also darauf eingelassen, wobei man einfach sagen muss, das ist kein Wettkampf, der bei dir vorkommt. Was ist deine Sportart? Also Kraftdreikampf, was machst du da? Also ich habe 3 Disziplinen. Es beginnt mit der Kniebeuge, mit einer Hantelstange, wie man sie vom Gewichtheben her kennt. Geht in die Hocke runter, steht wieder auf nach Möglichkeit. Das zweite ist das Bankdrücken. Da liegt man auf dem Rücken und schiebt die gleiche Hantel auf die Hochstrecke. Und das dritte ist Kreuzheben. Das bedeutet, dass ich ein Gewicht vom Boden hochziehen muss, bis ich es an der Hüfte habe. Beindrücken ist nicht dabei, aber du bist guten Mutes, dass du der Hedwig zumindest gewachsen bist. Ja, ich werde mein Bestes geben. Mein Trainingspartner, der Andreas, der hat schon gesagt, wenn du es nicht schaffst, dann ist das Training vorbei mit dir. Nein, das muss man sagen, also nicht, dass das für dich, also das ist auch ein schöner, ich muss mal sagen, also wenn du verlierst, ist das zumindest ein schönes Gefühl. Also es ist nicht so, dass du dich da ewig dafür schämen musst, wir geben eine Quittung, also ist ja auch genau. Hier. So. Gut, jetzt Arnold, du kennst die Herausgeforderte, kennst den Herausgeforderten, kennst die Herausforderin. Was wäre dein Tipp? Schafft sie's? Beindrücken, dass ihr die Beine zusammen gedrückt kriegt. Was sagst du? Und wenn du falsch tippst, was ist dein Wetteinsatz? Ich sage, sie schafft's nicht. Und mein Einsatz ist,
In Österreich, also in Schladming und in Salzburg, sind bald jetzt die internationalen Winterolympiaden für Special Olympians. Ich, äh, ich, äh